Servus liebe Schürfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video von einem Smokebuster-Team. Heute haben wir mal einen Dreierpack auf dem Tisch aufgereiht. Und zwar wollen wir euch mal was vorstellen, was wir von der Art her schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn unserer Shisha-Karriere oder Shisha-Rauchen, Shisha-Zeit kennen. Und zwar ist es Aladdin. Sagt den meisten, hoffe ich, was. Ist einer der ältesten Shisha-Hersteller mit. Und auch immer noch am Start. Wir haben jetzt hier drei Stück uns mal rausgesucht von Aladdin, von ganz kleinen Travelpfeife bis zu einer etwas größeren. Da gibt es ja unzählige Modelle, da werden wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Und jetzt kurz vorab, was mit dieser Aladdin auf sich hat. Wer sie noch kennt, wenn wir ein Bild finden, blenden wir es ein. Wir haben damals auf der Fata Morgana angefangen zu rauchen. Das war so eine blaue Bowl. War es überhaupt Alu oder war es Messing? Das war schon Alu oder so, keine Ahnung. Das war so eine Pfeife, wo man ganz am Anfang sogar ohne Rückschlagventile, zwei Schlauch, das heißt, der andere musste zuhalten auf der anderen Seite, damit der andere ziehen kann. Da haben wir damals angefangen zu rauchen mit. Dann hat man eine Vierschlauch-Aladdin und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also von uns, also Aladdin hat uns mit begleitet auf dem Weg. Aladdin hat ja früher, also wenn man so vor 10 Jahren mal zurückschaut, Aladdin hat man früher einfach als erste Pfeife so zu 80% gehabt, ne, zu Hause, muss ich sagen. Also könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wer von euch auch eine Aladdin früher hatte. Jetzt nicht so ein Modell aus Edelstahl, sondern wirklich so eine ganz, ganz alte. Die gab es ja noch mit verschiedenen Mustern und mit Rainbow Bowl und mit riesen Rauchsäure und so. Also es war damals schon richtig cool. So, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mit der kleinsten Pfeife. Ihr seht jetzt gleich anschließend mal eine Detailansicht von dieser Pfeife. Von der Aladdin To Go und dann werden wir mal kurz über diese Pfeife quatschen und dann kommen wir zu der anderen. So, dann fangen wir mit der kleinsten im Bunde an. Wir haben hier einmal die Verpackung von der kleinen. Also man sieht schon, die ist klein, die ist praktisch. Die Verpackung kann auch als Transportbox dann verwendet werden. Das ist relativ stabile Pappe. Natürlich, wenn die irgendwann mal nass wird, kann es sein, dass man sie nicht mehr verwenden kann. Man sieht sie oben am Rand schon ein bisschen. Aber eine schöne kleine Box. Dann kommen wir zur Bowl. Erinnert mich ein bisschen an so ein Glas. Ja, also es hält sich auch schön klein. Viele Hänge, dann ist es ein Bierkrug. Wenn er noch ein bisschen gerader wäre. Also es ist ziemlich klein, ihr seht es. Hat obendrauf ein großes Gewinde, Grobgewinde außen. Von der Verarbeitung her, man sieht hier drin ein bisschen, ja, ich würde sagen, Klebereste oder was das ist. Also man sieht ein bisschen, dass es angeklebt wurde. Und ja, ansonsten, das Glas macht einen sehr stabilen Eindruck. Die Base passend dazu schraube ich mal kurz drauf. Ist so ungefähr eine Umdrehung, dann sitzt die Base. Und wenn wir schon bei der Base sind, kommt gleich das Tauchrohr. Hier haben wir einen Diffuser dran, der ist nicht abnehmbar, der ist fest mit dem Rohr verbunden. Wird hier unten einfach reingeschraubt. So, dann kommen wir zu den zwei mit wichtigsten Stücken, nämlich ein Schlauchanschluss. Das ist hier einfach in so Löcher reingeschraubt und einmal das Ausblasventil mit einer Kugel drin wird hier auch einfach reingeschraubt. Dann kommt so eine schöne kurze Rauchsäule drauf. Wie rum kommt die eigentlich drauf? Ich denke so, dass die Auflagefläche oben ein bisschen größer ist. Ja, sieht gut aus. Dann kommen wir zum Kohleteller oder zur Kohleplatte, in dem, wenn man das mal so beschreiben darf, ist hier einfach so ein kleines Blättchen, was hier oben drauf kommt und dann oben drauf ein ganz normaler Kopfadapter und dann hält das Ganze und man kann sich das so drehen, wie man will. Ich denke, am besten ist es, wenn man es übers Ausblasventil macht, dann geht der Rauch noch ein bisschen zur Seite weg und man kann hier schön den Schlauch anschließen. So, wir haben bei dieser kleinen hier keinen Schlauch dabei, dafür aber eine schöne schwarze Kopfdichtung und der Kohleteller, muss man sagen, ist ein bisschen scharfkantig, könnte mal ein bisschen schöner entgraben das Ganze und um die Höhe mal jetzt zu messen, wie sie da steht, sind wir bei 23 cm, also eine sehr, sehr kleine Pfeife und wenn er die Verpackung dazu anschaut, ja, also passt auf jeden Fall da rein. Ihr habt gesehen, das Ganze ist klein, einfach gehalten, passt schön in so eine Transportbox und ist auch ziemlich leicht. Also es ist Edelstahl, aber es ist dennoch ziemlich leicht, ziemlich handlich. Man kann die auch mit nach draußen nehmen, man kann damit rumlaufen, ist also auch für, sag ich mal, Shisha-Treffen oder für den See oder für Camping allgemein und so. Shisha-Treffen ist sehr, sehr cool, ja. Auch für die Terrasse oder, ja, ist auf jeden Fall vielseitig einsetzbar.
Ist eine sehr, sehr kleine Höhe und ich muss sagen, verarbeitungstechnisch, bis auf den Kohleteller, der ein bisschen scharfkantig ist, gefällt es mir doch recht gut. Das Einzige, was ich bei diesen kleinen Pfeifen allgemein aber nicht mag, sind diese Mini-Bowls. Also ich mag die Bowls ein bisschen dann größer mit mehr Wasserstand. Weil, der Bierkrug. Weil, ja, sozusagen. Weil man hat einfach das Problem, dass diese kleinen Bowls draußen in der Sonne unheimlich schnell, unheimlich heiß werden. Also das Wasser drin und dann wird es einfach nicht mehr so angenehmes Rauchen. Also da ist der Kühleffekt vom Wasser nicht so da. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an diesen kleinen Pfeifen insgemein. Und ja, rauchverhaltenstechnisch, ich ziehe mal kurz. Lässt sich rauchen, kommt Rauch raus. Durchzugstechnisch ist es ziemlich angenehm. Für eine kleine Pfeife würde ich mir dann eher erwarten, dass es ein etwas zäherer Durchzug ist. Aber es ist hier ein ganz normaler Durchzug. Was halt dann eben doof ist, dass mit dem Wasserstand vielleicht der Rauch nicht so ganz gekühlt wird, vor allem wenn man einen stärkeren Tabak raucht für die Anfänger da draußen. Ansonsten, ja, Kohleteller ist mehr Deko als Nutzen. Man kann eine Kohle drauflegen. Fällt aber runter, wenn man ein bisschen dran wackelt, ne? Ja, wenn es mal zu heiß ist, danach wieder drauf. Was ein großer Kritikpunkt ist, weil es so klein ist, ist die Stabilität. Also ich mache es jetzt mal vorsichtig, ihr seht, ich hänge einen Schlauch hier her und die dreht sich sofort mit. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, am besten wäre da sowas, was ich jetzt euch gleich mal zeige. Und zwar haben wir hier von Shisha for You einen Tisch. Wir haben schon mal zwei Tische. Shisha for Life. Ja. Wir haben schon mal zwei größere Tische von denen vorgestellt. Wir haben noch einen kleinen Typ. Könnt ihr mal vorbeischauen, könnt das Video mal abchecken. Die kann man hier so reinstellen. Das ist eigentlich ideal für diese kleinen Pfeifen. Die passt hier auch wirklich perfekt rein. Und wenn ich jetzt einen Schlauch, sage ich mal, ein bisschen rüber drehe, dann kann ich hier auch ziehen und die Pfeife würde zwar ein bisschen kippeln, aber würde nicht umfallen. Das heißt, die Kohlen würden unter normalen Umständen nicht so durch den Raum kugeln, nur mal so nebenbei mit erwähnt. Genau, kleine Pfeife haben wir abgehakt, die To-Go. Jetzt wollen wir euch noch zwei andere Modelle vorstellen, und zwar die MVP-Reihe von Aladdin. Das ist quasi die Premium-Variante zu den früheren Pfeifen, ne, also Edelstahlpfeifen. Haben wir hier zwei Stück dastehen, einmal die 360, ist die kleinste aus dem Hause MVP, und einmal die 470. Größentechnisch müsst ihr euch einfach mal im Internet schlau machen, also da gibt es wirklich alles. Ich habe vorher mal nachgeschaut, von 360 bis 370, 400er Reihe, glaube ich, 410, 450, 470, 460 bis hoch zu 670, glaube ich, habe ich vorhin gesagt. Da müsst ihr euch mal schlau machen, also es ist wirklich für jeden Mann irgendeine Größe dabei. Das ist quasi individuell. Auch die Bowl-Designs, die Rauchsäulen-Designs von den Pfeifen, könnt ihr mal schauen, gibt es verschiedene Varianten, wie jetzt zum Beispiel hier mit der 470 eben in diesem Flower, wie sie auch heißt, die Pfeife, haben wir vorhin in der Detailansicht schon gesagt. Gibt es auch noch mit verschiedenen Farben, in Türkis, in Rot, in Grün, verschiedene Rauchsäulen-Elemente. Da müsst ihr einfach mal schauen, was euch so persönlich anspricht. Auch hier in der Shiny-Variante, das finde ich sehr, sehr schön, das hat so einen leichten Regenbogen-Effekt quasi, ein bisschen shiny-mäßig, schaut auch sehr, sehr cool aus. Da könnt ihr euch auf jeden Fall einfach mal schlau machen. Und wenn wir schon mal an den ganzen Elementen gerade gesprochen haben, schaut ihr jetzt euch einfach mal die Detailansicht an. Genau, und dann schauen wir uns noch ganz kurz das größte Modell, wo wir jetzt hier haben, die 470 mal genauer an. Wie ihr sehen könnt, die Bowl ist für die Größe eigentlich dennoch ziemlich klein, muss ich sagen, also für 47 cm. Macht einen schicken Eindruck hier mit den Mustern drauf, sollen ja Blumen sein, deswegen auch der Name Flowers von der Pfeife. Schaut sehr, sehr schön aus, sehr, sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Keine Luftbläschen, kein gar nichts drinnen. Oben drauf habt ihr wieder ein schönes Grobgewinde. Ja, ist auch in Ordnung verarbeitet, also gibt es nichts zu meckern. Na, hier seht ihr es nochmal, Grobgewinde. An und für sich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Bowl. Dann kommen wir weiter zum Tauchrohr. Das habe ich hier, da muss ich mal kurz drüber langen. Genau, jetzt rollt schon die Rauchsäule mit rein. Genau, hier haben wir das Tauchrohr. Obendran das Gewinde ist sehr, sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Also da ist gar nichts Scharfes dran, wenn der Fokus mal mitmacht. Genau. Und ja, was ich besonders schön finde, ist ein 3 Stufen einstellbarer Diffuser, wie ihr hier seht. Ne? Ihr habt hier drei Löcher und quasi so einen Schiebemechanismus. Da könnt ihr einfach das Teil hier runterschieben. Das ist innen drinnen mit einem Gummi befestigt. Wenn ihr quasi ohne Diffuser rauchen wollt, schiebt ihr das Ganze einfach nach unten. Wenn ihr ein bisschen was haben wollt, ja, einfach ein bisschen nach oben. Und so könnt ihr das einfach dreistufig einstellen. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich noch nicht gesehen bei keiner Pfeife oder bei keiner Pfeifenmarke.
sehr, sehr schön das Ganze. Und wenn wir den Zollstock schon mal da haben, messen wir gleich mal den Innendurchmesser vom Tauchrohr. Da sind wir bei ungefähr 1,4 cm, also ein doch ordentlicher Durchmesser. Dann kommen wir weiter zur Base, die ist auch sehr, sehr klein. Ich bin sehr, sehr überrascht, das Ganze ist wirklich alles sehr, sehr klein gehalten, sowohl bei der 360, bei der ganz kleinen und bei der 470 jetzt hier eben auch. Drauf zu sehen habt ihr hier das MVP-Logo und auf der anderen Seite das Aladdin-Logo. Dann hier einmal einen Schliffadapter für den Schlauch, 18/8 Schliff. Und ein Ausblassystem mit Kugel, 4 Löcher innen drinnen. Verarbeitungstechnisch auch tipptopp. Gibt es nichts zu meckern. Unten dran habt ihr ein Closed Chamber System. Ja, hier ist es ein bisschen scharfkantig, stört aber weiter nicht. Ansonsten die Bohrungen sind sehr, sehr schön. Also da gibt es nichts zu meckern. Keine Späne drin, kein gar nichts. Hier eben das Gewinde für die Base. Und genau, da schraubt man das Ganze hier einfach drauf. Genau, so schaut das Ganze dann aus. Und das schraubt er dann hier einfach auf die Base drauf. Ist genauso wie bei der kleinen auch eine Umdrehung, eineinhalb Umdrehungen, dann sitzt das Ganze schön fest. Und dann zur Rauchsäule, die schaut so aus, wie gesagt, es gibt zig verschiedene MVP-Modelle. Wir haben gerade mal nachgeschaut von 360 bis 400, bis 470, 480 bis hin zu 500 und 510, glaube ich, gibt es auch noch, 570 oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Modelle, sehr, sehr verschiedene Varianten auch von der Rauchsäule her. Also das ist natürlich Geschmackssache, so schaut diese hier aus, da brauche ich aber nichts weiter zu sagen. Wie gesagt, da könnt ihr euch eure eigene raussuchen. Die hier fanden wir jetzt am schönsten, deswegen haben wir sie. Verarbeitungstechnisch auch schön. Mal ein anderes Muster haben wir so, glaube ich, nicht da, was Pfeifen angeht. Deswegen, ja, sehr, sehr schön. Oben 18/8 Schliff, ist ein bisschen Molasse drin, hätte man vielleicht ein bisschen sauber machen können. Aber, ja, tipptopp. Und dann zu guter Letzt noch hier der Kohleteller und ein 18/8 Schliff. Brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Oben Anschluss für den Kopf ist normalerweise noch eine Kopfdichtung oben drauf. Die haben wir jetzt nicht da, ist wie bei der kleinen, eine schwarze. Also auch sehr, sehr schön. Verarbeitungstechnisch auch top. Kohleteller ist ein bisschen schöner wie bei der kleinen, also der ist nicht ganz so scharf. Das Ganze aus Edelstahl, macht ihr hier oben einfach drauf. Dann ist dazu ein Soft-Touch-Schlauch in schwarz gehalten, das Ganze mit einem Aladdin-Logo drauf. Der Anschluss für die Pfeife selber und ein Alumundstück in schwarz gehalten. Gefällt mir sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut so rum. Ist aus Aluminium, auch klein gehalten. Ne? Ist sehr, sehr griffig, sehr, sehr schön. Mag ich auf jeden Fall. Und dazu ist noch ein Kaminkopf mit Set. Den haben wir jetzt leider nicht mehr da. Den haben wir schon weiter verkauft, weil wir den eben nicht so oft verwenden. Aber ist ein stinknormaler Tonkopf mit Kamin und ja. Genau, ihr habt es gesehen, also Detailansicht, verarbeitungstechnisch auch von beiden Pfeifen jetzt her, wir haben jetzt nur die große gezeigt, wirklich sehr, sehr solide, gibt es gar nichts dran zu meckern, sehr, sehr schöne Verarbeitung, ist eine Made-in-China-Pfeife, muss man dazu natürlich sagen, aber verarbeitungstechnisch wirklich sehr, sehr schön, gibt es nichts zu meckern. Von der Größe her, beziehungsweise von der Proportion her, muss ich sagen, sind wirklich alle Pfeifen sehr, sehr schmal angelegt. Ne? Also muss man wirklich sagen, hier habe ich in der Detailansicht auch schon gesagt, also hier die Base und die ganzen Anschlüsse und so ist eigentlich sehr, sehr fein gehalten. Nichts Klobiges dran oder so, gefällt mir sehr, sehr gut, sehr, sehr schlank. Ja, wem es gefällt, also mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Tobi, ich glaube, dir spricht das Ganze auch an, wenn das jetzt zu fett ist, manchmal die Pfeifen auch in die Höhe hin, gefällt es mir nicht so. Deswegen das schlankere Design gefällt mir ziemlich gut, weißt du, Tobi? Ja, im Wesentlichen, also muss ich sagen, designtechnisch ist es immer Geschmackssache. Ich finde die Rauchsäule zum Beispiel von der großen, finde ich ziemlich cool. Dafür aber mag ich diese Bowl-Form lieber als diese mit diesen Schnörkeln dran. Ist Geschmackssache, solide sind die Pfeifen, Qualität passt auf jeden Fall. Und ja, ich habe da eigentlich nichts zu meckern dran. Ne? Ja, was auch ein sehr, sehr positiver Punkt ist, um gleich mal auf den Preis zu sprechen zu kommen. Sehr, sehr positiv, also bei der kleinen Pfeife, bei der To-Go, wenn ihr euch die jetzt speziell für den Sommer zulegen wollt, die kostet 50 Euro, ne? Also 50 Euro ohne Schlauchset, ohne nichts, also nur mit der Gummidichtung oben dran und eben dieser Transportbox, wenn man es so nennen kann. 50 Euro ist ein sehr, sehr angenehmer Preis, ein sehr, sehr angemessener Preis. Die MVP, diese hier, wie sie hier steht, kostet 70 Euro, also auch sehr, sehr cool. Und die bei der hier sind wir dann ungefähr bei 80, 90 Euro bis hin zu der 670, die kostet, glaube ich, maximal 140 Euro. Naja, also da könnt ihr euch auch mal schlau machen, also wirklich sehr, sehr faire Preise im Komplettset, ne, mit Schlauch und Tonkopf, den wir jetzt wieder, wie gesagt, nicht hier haben.
88er Schliff, könnt ihr euch noch eine Molassefänger dazu kaufen, könnt ihr mit dazwischen stecken. Also wirklich preis-leistungstechnisch sehr, sehr positiv. Also was Verarbeitung angeht und vom Komplettset her wirklich top. Was ich auch cool finde, ist dieser verstellbare Diffuser. Habt ihr auch in der Detailansicht gesehen. Also ihr könnt da drei stufenweise einstellen. Wenn ihr es ganz laut haben wollt, schiebt ihr das Ganze einfach zu. Wie bei der jetzt hier habe ich eine komplett geschlossen. Da ist das Ganze etwas leiser. Gefällt mir auch gut. Und an und für sich kann ich sagen, also Aladdin, was man jetzt von früher gewohnt ist, so diese diese prägenden Erinnerungen, kann ich sagen, was man von oder diese Voreinstellungen, was man von Aladdin eben hatte, beziehungsweise wir haben, ist mit der MVP-Reihe auf jeden Fall genau das Gegenteil. Also es ist wirklich auf den deutschen Markt angepasst, was Edelstahl angeht, was die Verarbeitung angeht, und ist wirklich solide, ne? Also es sind nicht mehr diese Pfeifen, die wie man sie früher kennt. Mit scheiß Verarbeitung, muss ich jetzt wirklich so sagen. Also die Verarbeitung war früher wirklich nicht gut, und allgemein auch wirklich sehr, sehr positiv. Ja, dann gibt es an der Stelle nicht mehr viel dazu zu sagen. Also wir haben unsere, ich sag mal, Kindheitserinnerungen mit Aladdin jetzt mal neu aktualisiert, geupdatet. Haben hier drei Kindheitserinnerungen. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Kinder, ne? Wenn man so da kann man so sagen, ja. Wer ein schon länger Kind weiß, da waren wir noch nicht volljährig, noch weiter. Noch lange nicht? Deswegen rauchen bitte nur ab 18. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Video erstmal. Ihr könnt ja eure Erfahrungen, eure Meinung zu Aladdin gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde uns auf jeden Fall interessieren, ja. Auch ob ihr schon diese alten Modelle von früher noch kennt. Und dann würde ich sagen, gibt es noch was zu sagen? Ja, Shishas kein Hobby, Shishas Leidenschaft. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut, haut rein und Servus! Servus.